Moin moin und herzlich willkommen zum weiteren Video. Heute erkläre ich euch, wie erkennt man ein gutes Hoch und wie erkennt man ein gutes Tief und wie verhindert man, dass man an schlechten Hochs und Tiefs handelt. Stellt euch vor, ihr möchtet einen Ausbruchstrade aus einer Range machen und dann stellt sich ja immer die Frage, ihr habt eine Range, in der der Markt seitwärts läuft und ihr möchtet zum Beispiel jetzt hier oben einen Breakout-Trade machen. Wann wisst ihr, dass das Timing richtig ist, dass der Breakout erfolgt und wann wisst ihr, dass auch die Richtung, in die er ausbricht, die richtige Richtung ist, weil wir wollen ja nicht, dass es hier ausbricht und es passiert direkt das. Dann sind wir hier oder hier ausgestoppt und das war es mit dem Trade und war nicht ein Tick im Plus. Das ist der Worst Case, was beim Trade passieren kann und das ist mega frustrierend. Also ist es besonders wichtig herauszufinden, wann ist dieses Hoch hier oben ein gutes Hoch und wann ist dieses Tief hier unten ein gutes Tief oder ein schlechtes Tief, um Fehltrades zu vermeiden, weil wir wollen unsere Trefferquote verbessern, damit wir nachhaltig unsere Gewinne steigern können. Wir wollen ja nicht einfach so Mickey Mouse Trading machen und einfach stumpf, oh, ich gehe mal da rein, ich mache da den Long mit, ach, der kommt da unten, ich mache jetzt noch den Short. Wir wollen ja nicht einfach zickzack traden, sondern wir wollen ja kontinuierlich immer wieder die gleichen guten Setups traden und nicht irgendein Blödsinn. Dazu gucken wir uns jetzt mal den ES von heute an. Wir sind noch ein paar Minuten weiter, wir haben jetzt gerade 18:40, also das war jetzt vor einer Stunde. Schauen wir uns mal an. Wir kamen von einem relativen Tief hier unten, es ging ein kleines Stück hoch, es ging in eine Seitwärtsphase über und dann ging es weiter nach oben. Wir ignorieren jetzt, dass irgendein Trend vorliegt, das ist in dem Fall erstmal egal. Wir sehen nur das, was wir gerade sehen. Ob jetzt vorher der Tag einen ganzen Tag im Plus oder im Minus war, ist uns erstmal tendenziell egal. Wenn wir hier unten das unser Delta natürlich sehen, sehen wir sind über 16.000 Kontrakten im Tag im Plus, also ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir gerade einen Long-Tag haben, zwar groß, aber das spielt für diesen Trade keine Rolle. Den Trade hätten wir jetzt auch als Short-Trade machen können, wenn die Gegebenheiten dafür gut gewesen wären. Also schauen wir uns das mal an, was passiert. Wir haben hier unten einigermaßen viel Volumen, relativ viele aggressive Verkäufer und auch Käufer. Der Markt wird hochgepusht und dann fängt sich an, hier eine Seitwärtsphase zu bilden, die nur hier einmal in diesem Tick für einen Tick gebrochen wurde und danach ging es hoch. Aber wie kann man das jetzt für sich nutzen? Schauen wir uns doch mal an, was passiert. Wir sehen auf dem Level hier, wir haben 114 aggressive Käufer, nochmal 700 aggressive Käufer und sogar noch 210 passive. Das gleiche haben wir hier nochmal. Das heißt, allein auf diesem Level hier haben wir schon gute 1.500, 2.000 Kontrakte, die gehandelt wurden. Und der Markt wird nicht weiter hochgepusht. Wir haben ein Bar-Delta von 1.300 und es fängt erstmal hier zu pausieren. Aber wir sehen hier am Top, es wird nachgekauft. Wir sehen bei der nächsten Kerze am Top, es wird nachgekauft. Hier drunter sogar noch mehr. Es wird nachgekauft und nicht nur aggressiv, sondern auch passiv nachgekauft. Selbst die ganzen Limit-Orders für die Verkäufer werden gefüllt und das sogar extrem viele. Und selbst hier unten wurden nochmal welche mitgenommen. Wir sehen, Delta ist quasi bei komplett Null. Die Kerze hat sich kaum bewegt. Wir haben 2.500 Kontrakte, ist für eine 3-Tick-Kerze sehr ordentlich. Was passiert bei der Kerze danach? 700 aggressive Käufer, wieder 153. Und auf dem Tick darunter noch mehr Käufer und Verkäufer. Auf dem Level auch. Und wir sehen, einen Tick drunter, da flacht es dann so langsam ab. Next Level. Auf dem Level haben wir schon wieder sehr viel Handel, unser Volumen hier unten ein bisschen abgefallen, ist um die Uhrzeit normal, das ist nichts Schlimmes. Wir sehen hier oben, da wurde jetzt einmal das Preislevel nicht gehandelt, aber direkt darunter kam wieder der Käufer rein, hat wieder 155 Kontrakte direkt aggressiv gekauft, ohne Gegenseite. Hier drunter wird weitergekauft und auch die Limit Orders auf der Verkäuferseite wurden gefüllt. Der Markt ist ein kleines Stück runtergebrochen, kam sofort wieder hoch. Unser Delta ist weiterhin nur leicht Minus. Alles okay, hier unten das Level hat gehalten. Das war das Level von dem vorherigen Ausbruch. Dann gehen wir eine Kerze weiter. Wir sehen wieder aggressive Käufer, noch mehr aggressive Käufer, noch mehr aggressive Käufer. Die Verkäuferseite wird immer ein bisschen dünner. Hier hat derselbe Käufer, der hier oben schon 82 gekauft hat, hat dann sogar noch passiv nochmal ordentlich nachgelegt, was das Level hier oben weiter bestätigt. Jetzt passiert etwas Interessantes. Wir sehen hier unten, Volumen nimmt immer ein bisschen weiter ab, die nächsten paar Kerzen. Das ist auch normal, weil das jetzt eine Konsolidierungsphase ist. Da werden Positionen aufgebaut, abgebaut. Das zieht sich immer ein bisschen. Und genau da wollen wir jetzt hier das Timing wissen. Wann
ist es gut reinzugehen. Dann sehen wir jetzt hier, wir haben einen Tick nach oben gebrochen, direkt wieder 118 Kontrakte gekauft, dazu noch 72 passiv, 208, 172 passiv, 238 aggressiv. Was bedeutet das? Was erkennen wir daraus? Wenn so etwas passiert, dass so aggressiv so viel nachgekauft wird, gerade die aggressiven Orders im oberen Bereich und dann auch noch die große Anzahl an Limit Orders. Das heißt, da wird alles, was gekauft wird, wird absorbiert, wird aufgekauft. Das bedeutet, in diesem Bereich haben wir hier einen richtigen Elefanten, sagt man dazu, oder eine sogenannte Eisberg-Order. Hier ist, und solange wie der Käufer, der sich hier eindeckt, nicht aufhört zu kaufen, wird der Markt auch nicht nach oben brechen. Der hält den Markt quasi auf diesen Level plus ein, zwei Ticks fest und der will sich erstmal jetzt aufstocken mit seiner Position. Mehrere tausend Kontrakte hat er insgesamt eingekauft über diese Range und erst wenn er voll ist, dann geht es erst weiter und genau diesen Ausbruch, den wollen wir dann traden. Und wir sehen, bis hierhin, in dem Bereich, fand der Einkauf statt. Dann ist der auf einmal hier verschwunden, der Markt ist gedippt, hat hier unten das Tief gehalten, alles gut, dann kamen wir wieder ein bisschen hoch. Jetzt steigt hier auch ein bisschen wieder unser Volume an. Wir sehen, es wird wieder gut nachgekauft und wir haben auch ein bisschen mehr die Limits auf der Sell-Seite, die wieder gefüllt werden. Also der ist wieder da, der aggressive Käufer. Er hat einfach nur ein, zwei Ticks sich weiter nach unten korrigiert. Er möchte nur noch ein bisschen günstiger einkaufen. Sehen wir dran hier oben. Auf dem alten Höchstwerten, wo er noch aggressiv gekauft hat, kommt auf einmal nichts mehr nach. Das heißt, dieses Level hier oben wird schwach. Das ist ihm jetzt zu teuer oder er ist sogar schon aus dem Markt verschwunden. Bedeutet, wenn dieses Level jetzt hier oben, was auf einmal so dünn geworden ist, bricht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nach oben schneller weitergeht, sehr groß, weil der große Verkäufer jetzt voll ist und den Markt nicht mehr bremst. Und genau das passiert dann auch. Wir sehen, die Tiefs der Kerzen fangen anzusteigen. Das Volumen nimmt ab, bedeutet, der große Käufer ist weg. Das Volumen zentert sich in den Kerzen auf wenige Ticks und dazu steigen die Tiefs an. Das ist ein großes Indiz dafür, dass ein Ausbruchstrade kommt. Und dann sehen wir bei 51, es kommt der Break auf dem Level, wo vorher erst einmal was gehandelt wurde. Und es kam direkt 260 nach, 60 nach und auch über Kreuz wurden nochmal 99 nachgekauft. Das ist unsere Bestätigung. Hier suchen wir unseren Long, öffnen unsere Position. Wir brauchen nur einen kleinen Stop hier unten. Das heißt, wenn wir hier reinkommen, 1, 2, 3, 4 Tick Stop. Ziel 4 bis 8 Ticks, weil aktuell die Marktphase nicht so besonders groß ist. Da kann man nicht mit 20, 30 Ticks rechnen. Sprich, wir wissen, wir haben einen kleinen Stop, vielleicht 5 Ticks im Worst Case. Unser Ziel ist 5 bis 10 Ticks. Das heißt, wir können dementsprechend mehr Size handeln, brauchen nur eine kleine Bewegung mitnehmen. So ein Ausbruch aus so einer Range hat aber ganz schnell seine 4, 5, 6 Ticks. Das heißt, das ist ein Trade, wo wir nur wenige Minuten oder wenn wir Glück haben, sogar nur 1, 2 Minuten im Markt sind und wir haben den Trade hinter uns. Und das alles nur durch gutes Timing im Footprint-Chart und zu erkennen, wo haben wir ein gutes Hoch, wo haben wir ein gutes Tief. Und das ist einfach ein absolut perfektes Beispiel dafür, weil dieses Hoch war einfach so massiv, schwer zu überwinden, solange wie wir hier unseren Big Player drin hatten, der sich einfach big mit Orders eingedeckt hat. Und wir sehen danach, der Markt kommt von dem Einstiegslevel hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ticks hoch. Dann geht es wieder in eine Konsolidierungsphase über, bevor eine Rückkehr kommt. Also mit den 4 bis 8 Ticks kommt man immer super gut hin. Es muss einem nur klar sein, dass wenn man eine Range von nur 4 bis 6 Ticks hat, dass man um die Uhrzeit auch nicht erwarten kann, dass danach ein 200-Punkte-Move kommt oder 200-Tick-Move kommt. Deswegen kleine Ziele setzen, was man mitnehmen möchte und dafür lieber mit mehr Size handeln. Man ist nur ganz kurz im Markt, man hat ein ganz geringes Risiko, schnell rein, schnell raus. Man kommt mit der Liquidität, die ansteigt, in den Markt rein und geht raus, bevor es wieder runtergeht. Weil wir sehen, der Ausbruch 1700, 1500, 1300, 1400, 1200, 1300. Sprich nach 2 Minuten, nach 3 Minuten spätestens einfach wieder rausgehen, Gewinne mitnehmen und sich freuen. Nicht ewig drin bleiben, nicht hoffen, dass der Markt noch ein paar hundert Ticks in die Richtung rennt und dass man den fettesten Trade seines Lebens macht. Das ist einfach ein Daily Business Trade, den man
Dutzende oder Hunderte Male, je nachdem, wie viele Märkte man handelt, am Tag machen kann, was in allen anderen Märkten auch so reproduzierbar ist. Und das ist das Wichtige, wenn man solche Key-Strategien hat, auf denen ein gutes Trading-Konto, gutes Trading-Strategie-Konzept muss man haben. Darauf muss das Trading aufbauen, dass man klare Strukturen hat, klare Strategien hat, mit denen man immer wieder dieselben Trades macht. Und das ist so ein kompletter Standard-Trade, was einfach zum Daily-Business eines Traders gehört, wo man einfach seine in Anführungszeichen Gewinne mitnimmt, weil das immer wieder dieselben Trades, wo man immer wieder nur stumpf dasselbe macht, was man auswendig gelernt hat, um einfach sein Trading-Konto zu festigen. Das sind nicht diese Hochrisiko-Trades, wo man sagt, ja, der könnte jetzt vielleicht und ich muss den laufen lassen, weil ich habe so viel Minus gemacht. Das sind einfach stumpf immer wieder die gleichen langweiligen Trades, die einen das Trading-Konto hochbringen, ohne irgendwie zu gamblen, ohne irgendwie was Komisches zu machen. Das wollte ich euch jetzt gerade einfach mal nur zeigen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Habt ihr irgendwelche Fragen, schreibt es in die Kommentare oder kommt auf unseren Discord-Server. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao, ciao.